Okay, ihr steht dann jetzt wieder in diesem langen, geraden Gangstück und ein Gang führt noch rechts weiter und einer gerade nach unten. Wer geht vorne eigentlich? Mr. Fletcher immer noch? Jawohl. Aber probieren wir gleich den rechten Weg, oder? Klingt gut. Ihr folgt den Gang nach rechts und kommt nach einiger Zeit zu einer natürlichen Grotte mit tiefen Wasserlöchern. Das Wasser ist klar und scheint von einer Quelle gespeist. Die Pfützen haben sich zu regelrechten kleinen Seen erweitert. Und sofort, als ihr da reingeht, könnt ihr eine Probe auf Horchen machen, bitte. Oh, nicht schon wieder. Könnt ihr alle drei tun. Nicht geschafft. Normaler Erfolg. Okay. Schon beim Betreten der Grotte hörst du, Mr. McAllister, Geräusche. Ein kehliges Grunzen, Knurren und eine Art Quietschen. Ihr geht ein bisschen weiter rein und ihr seht dann in der Mitte der Grotte zwischen mehreren Stalagmiten, dir fällt das natürlich als erstes auf, Mr. McAllister, siehst du zwei Wesen ineinander verkeilt. Verkeilt und verbissen liegen sie am Boden, rollen über dem Boden. Es sind die gleichen kleinwüchsigen Wesen wie das eine, das du erschossen hast. Am ganzen Körper behaart, eine fliehende Stirn, große Augen, deutlich hervorspringende Mundpartie, beinahe wie eine Schnauze. Die Arme lang, die Finger lang, Klauen sitzen am Ende der Finger und sie toben ineinander verkeilt über den Boden zwischen diesen großen Seen und versuchen sich mit ihren Klauen zu zerreißen oder zu zerbeißen. Hier wäre bitte eine Probe verborgen bleiben notwendig. Alle oder nur? Alle bitte, sofort als ihr diese Szene seht und da weiter hineingeht. Gib mal 10 Punkte Glück aus. Okay. Ich auch. 29 Glück, das leiste ich mir nicht, tut mir leid. Kämpfe ich lieber. Okay. Ihr beide schafft es. Auch der Butler, Mr. Ruff, hat eine 12. Schafft es, bleibt hinter euch. Ist sehr leise, aber Mr. Fletcher, ihr wisst es nicht, sieht es nicht oder kann einfach nur nicht sehr gut aufpassen. Jedenfalls tritt er mit einem Stiefel in eine Mulde dieser Wasserlöcher und ihr hört halt Wasser aufspritzen und so ein matschendes Geräusch von dem Schlamm darunter. Und das führt dazu, dass die beiden, die über den Boden rollen, zu euch herumfahren. Sie hören aufeinander loszugehen. Und kommen stattdessen sehr schnell auf euch zu. Nimm meine Waffe und ich schieße gleich. Ich schieße gleich auf die Kreatur. Und es sind die gleichen Kreaturen, die auch Mr. McAllister angegriffen haben. Also ja, ganz genau. Es ist die gleiche Kreatur. Wenn du eine Waffe im Anschlag hast, dann ist deine Initiative, deine Geschicklichkeit plus 50. Und dann werdet ihr auf jeden Fall schneller. Dann könnt ihr auf jeden Fall schießen, bevor die euch erreicht haben. Jeder, der eine Waffe gezogen hat, kann das tun. Ich glaube, ich gehe ein paar Schritte zurück und versuche mich möglichst hinter alle zu schieben, die irgendwie eine Waffe haben. Ja, Mr. Fletcher steht jetzt als erster vorne und ihr seht, wie er seine Flinte in Anschlag bringt und abdrückt. Normaler Erfolg. Normaler Erfolg? Ja, du triffst, du merkst auch, die machen überhaupt keine Anstalten auszuweichen. Sie kommen einfach weiter direkt auf dich zu. Als würden sie überhaupt nicht wissen, was eine Flinte ist. Und du kannst den Schaden auswürfeln. 7 Punkte. 7 Punkte Schaden. Okay. Ja, eins von den Wesen wird getroffen, wird richtig zurückgeschleudert von dem Aufprall der Kugel und bleibt am zuckenden Boden liegen. So mit einer Hand so halb in der Wasserpfütze drin. Und das andere würde ich dann schießen aus der Deckung. Okay. Du kannst auch schießen, bevor es dich erreicht hat. Beziehungsweise Mr. Fletcher, denn er war der Erste. Beide stürmen auf Mr. Fletcher zu. Aber Mr. McAllister kann auch noch einen Schuss abgeben, ja. Mhm. Das ist ein schwieriger Erfolg. Schwieriger Erfolg? Eure Würfelwürfel. Da kannst du mir den Schaden auswürfeln. Mhm. 1. Okay, 1. Mr. McAllister zieht die Waffe, möchte gleichzeitig in Deckung springen.
zielt schlecht, drückt ab und das führt dazu, dass das Wesen, das jetzt direkt fast Mr. Fletcher erreicht hat, einen Streifschuss abbekommt. So an der Schulter, beim Arm, beim Laufen seht ihr eine blutige Strieme, ein paar Blutstropfen spritzen weg und dann stürzt es sich auf Fletcher. Und hätte das geschafft, du kannst entweder ausweichen oder einen Gegenschlag führen. Also ganz normal Handgemenge. Das wäre Nahkampf, ja. Ganz genau. Probier ich das. Gegenschlag. Du brauchst einen schwierigen Erfolg. 7. Extremer Erfolg. Es katapultiert sich weg, springt auf dich zu mit aufgerissener Schnauze. Du drehst dein Gewehr halt um, nimmst es am Lauf, holst aus und so richtig wie so ein Baseballschläger pfefferst du ihm den Lauf mitten in diese Schnauze, sodass es zurückgeschleudert wird, auf den Boden aufschlägt. Und wie viel Schaden macht das? Das ist einfach nur der höchstmögliche Schaden, nicht ausgewürfelt. Ja, 3. Moment, das zählt als Knüppel, würde ich sagen. Das wären dann 6 Punkte Schaden. Ja, ihr hört ein richtig garstiges Knacken und ihr hört sofort, das Genick dieses Wesens ist gebrochen. Also auf den Boden knallt. So fest wollte ich gar nicht zuschlagen. Sie haben einen bemerkenswerten Schlag, Mr. Fletcher. Ach, vielen Dank. Oh, hätte ich nur meine Winchester noch. Ich hätte ebenfalls schießen können. Ja. Schande. Was mich allerdings wundert. Diese Dinger sind ja durchaus sehr aggressiv und Mr. Winscott müsste ja ebenfalls hier durchgekommen sein. Haben sie ihn erwischt? Hat er sich an ihnen vorbeigeschlichen? Das verwirrt mich noch etwas. Wir finden hier nirgends Spuren von ihm. Oder ist vorhin geradeaus gegangen, statt nach rechts abgebogen? Das kann sein. Wenn wir eins dieser Wasserlöcher genau angucken. Es ist ein kleiner Höhlensee tatsächlich. Am Rande der Wasserlöcher ist etwas Schlamm, aber das Wasser ist sehr kalt und sehr klar und an manchen Stellen sehr tief. Also hier in dieser Grotte sind richtig, richtig kleine Seen. Findet man hier wieder irgendwie Malereien oder Spuren von Zivilisation? Mit einer Probe Verborgenes erkennen oder Spurensuche? Könntest du da Glück haben? Das könnt auch ihr anderen tun, wenn ihr wollt. Ich habe 28, das wäre schwierig bei Verborgenes erkennen. Ich habe auch einen schwierigen Erfolg bei Verborgenes erkennen. Wir sind die Archäologie-Profis. Ihr teilt euch auf, untersucht die Höhle, mal hier, mal dort. Und was ihr findet, ist keine Höhlenmalereien. Diese Grotte hier ist komplett natürlich. Hier gibt es keine Flechten, die dieses erleuchten. Ihr habt nur das Licht eurer Öllampe. Aber im Schlamm um diese Wasserlöcher findet ihr Spuren. Hufabdrücke. Sie haben Ähnlichkeit mit denen von Paarhufern, wie etwa Rindern oder Ziegen, sind aber etwas größer als die einer. Also von der Größe könnten sie ein bisschen größer sein als die Spuren eines erwachsenen Menschen, aber es sind halt Hufe, ne? Und sind die zweibeinig oder vierbeinig? 2. Der Teufel persönlich scheint ja sein Unwesen zu treiben. Mehr so mutierte Gestalten wie diese. Ich deute mit dem Kopf auf die beiden toten Viecher, die am Boden liegen. Aber Hufe? Die haben keine Hufe. Aber wenn es sowas wie das da hier gibt, dann gibt es vielleicht auch noch andere veränderte Lebewesen hier. Bin mir nicht sicher, ob wir weitergehen sollten. Oder wir haben einen Zugang zur Hölle freigelegt. Nun, dann sollten wir vielleicht wieder hinausgehen und den Zugang zumauern. Jetzt wieder zu rausgehen? Wir sind doch schon so weit gekommen. Diese Dinger scheinen ja wirklich für uns keine große Gefahr darzustellen. Nun haben sie vielleicht noch eine zweite Waffe. Das nicht, aber Mr. Fletcher hier scheint ja gut ausgestattet zu sein. Ja, recht viel aushalten tun diese Kreaturen hier nicht. In der Tat, sie beide sind außerordentlich gute Schützen, wenn ich dieses Kompliment aussprechen darf. Nun denn, Mr. Fletcher, ich lasse Ihnen den Vortritt. Gehen wir weiter. Jetzt ist nur die Frage, ob wir hierhin weitergehen oder ob wir den Gang zurückgehen und dann nochmal geradeaus abbiegen.
Suchen wir mal diese Höhle ab. Vielleicht finden wir Spuren von Mr. Winscott. Sie sind immer noch sehr zuversichtlich, dass wir etwas von ihm finden. Schuldet uns doch Geld. Ja, dafür, dass wir hier einfach weitergehen. Weiß nicht, wir sollten lieber zurückgehen und den anderen Gang nochmal entlang gehen. Nicht, dass wir dort Hinweise auf Mr. Winscott übersehen. Ich würde mich auch Mr. McAllister anschließen, ja. Dann geht ihr also zurück. Seid dann wieder in dem langen Gangstück und könnt dann in den Durchbruch geradeaus gehen. Es ist wieder der gleiche Gang, gleiche natürliche Felsgang, der hier abführt. Und als ihr diesen Gang folgt, merkt ihr sehr bald, dass es feuchter wird und wärmer. Je weiter ihr kommt, schließlich öffnet sich der Gang in eine gewaltige Höhle voller Pflanzen. Hier gibt es überall wieder, zum ersten Mal, wieder diese schimmernden Flechten an den Wänden und der Decke. Der Boden ist von einer lehmig federnden Schicht überzogen, aus der Pilze so hoch wie Laternenmasten sprießen. Von der Decke senkt sich dampfender, schwerer Nebel auf alles herab. Und zwischen den Pflanzen seht ihr Bewegung. Diese kleinen affenartigen Gestalten wuseln hier zwischen den Pflanzen umher. Die gleichen, die ihr jetzt schon zweimal gesehen habt. Sie scheinen nicht besonders aufmerksam und sie scheinen vor allem irgendetwas zu tun zwischen den Pflanzen, sich in irgendeiner Weise um diese Pflanzen zu kümmern, so grotesk es auch klingt. Ihr steht noch ganz am Eingang dieser Höhle. Ihr seid noch nicht hinein. Das ist nur das, was ihr seht. Ich denke, wir sollten ganz leise sein und uns wieder umdrehen. Gute Idee. Wie viele Kreaturen sieht man auf dem ersten Blick? 15, 16? Okay. Gute Idee. Eine dieser Kreaturen kommt plötzlich in die Mitte der Höhle, hüpft wie ein Affe ein paar Mal, bleibt dann auf einem kleinen Fels in der Mitte sitzen, reckt den Kopf in die Höhe und schnüffelt. Dann stößt es einen Laut aus, in den die anderen mit einfallen. Ein lautes kreischendes Geräusch, in das sie alle mit einfallen, bis die ganze Höhle von diesem lauten Geräusch wieder klingt. Dann stoben sie alle auseinander. Alle verschwinden in zahlreichen Rissen an den Höhlenwänden, klettern hinauf an die Decke bis unter den Nebel, verschwinden dort unter den Flechten in Rissen und Nischen. Und kurze Zeit später ist das Schauspiel vorbei und diese Höhle ist leer. Nur die dicken Nebelschwaden, die sie herabgesenkt haben, hängen über diesen großen Pflanzen noch. Versuchen wir zu hören, ob die Dinger noch da sind, oder ob die sich einfach nur versteckt haben oder ob die wirklich weg sind. Okay, eine Probe brauchen, bitte. Das ist eine 50 und ich habe Horchen. 45, das heißt, ich gebe 5 Glück aus. Du gehst ein paar Schritte in den Gang, bist ganz ruhig, horchst eine Zeit und dann glaubst du tatsächlich aus dem Gang in der Westwand der Höhle, der auf der anderen Seite aus der Höhle rausführt, dass von dieser Seite das Geklapper von Hufen auf Stein zu hören ist. Anscheinend werden wir gleich das Gesicht bekommen, was wir eben gefunden haben an Spuren. Dieses Ding scheint in unsere Richtung zu kommen. Wir sollten uns vielleicht zwischen den Bäumen verstecken. Definitiv, ich bin sehr stark dafür. Verstecken. Dann bitte eine Probe auf verborgen bleiben. 85, da hilft mir auch mein restliches Glück leider gar nicht. Ich habe einen einfachen Erfolg. Okay. Ich auch, einfach. Mr. McAllister und Mr. Fletcher verbergen sich unter den Flechten. Ihr kauert euch zusammen. Hinter euch liegen im Bar solche Nischen und Ritzen. Ihr wisst nicht, sind sie groß genug für diese Wesen, die jetzt nicht mehr zu sehen sind oder nicht. Aber jedenfalls hockt ihr dort und seid zuversichtlich, dass ihr gut versteckt seid. Mr. LaRaft und Miss Collins begeben sich hinter einen dieser großen laternenartigen Pilze.
genau als ihr realisiert, dass es kein wirklich gutes Versteck ist, kommt ein Geschöpf auf der anderen Seite aus diesem Gang gestapft. Es ist groß, unförmig, hat einen weißlichen Körper mit schwarzem Pelz auf dem Rücken, ein nasenloses Gesicht mit wulstigen Lippen und scharfen Reißzähnen blickt sich in der Höhle um. Das Wesen ist gut 2 Meter größer als ein Mensch und es schnüffelt. Und als ihr das seht, wäre eine Stabilitätsprobe notwendig. Ja, geschafft. Geschafft. 17. Butler hat's geschafft. Ich geschafft. Oh, dann verlierst du 1W8 Punkte Stabilität. 1W8. Hab ich mir gar nicht rausgelegt. Dürfen wir die Karten mischen? Ja, warte mal. Erstmal muss ich den passenden Würfel zücken. Ich misch schon mal. 2. Tut mir sehr leid. Kommt sie wieder weg. Gott. Okay, der Butler hatte 17. Ein kleiner Aufschrei entfährt dir, aber sofort spürst du eine Hand, die sich von hinten an deinen Mund presst. Hui, seien Sie ganz leise. Und es ist abgewürgt. Das Geschöpf stapft langsam weit in die Höhle, wobei das Klappern der Hufe nun zu einem quatschenden Geräusch wird. Immer wieder bleibt es stehen, reckt den Kopf in die Luft und schnüffelt. Kräftige Arme mit 4 klauenbewehrten Fingern hängen dabei fast bis auf den Boden. Ihr merkt, dass es irgendeinen Geruch in der Nase hat. Und auch immer wieder scheint es zu lauschen. Ihr beide, McAllister und Fletcher, seht, wie es sich immer mehr dem Versteck von Collins und LaRaft nähert. Würde dann Fletcher einmal angucken, so auf die Waffe zeigen. Ich mache eine erhaltende Geste, aber auf die Art so, halte die Waffe bereit und sehe ich vielleicht zu meinen Füßen irgendeinen kleinen Stein oder so, den ich zur Ablenkung irgendwo weit wegwerfen könnte. Oh, das ist ein super Zeitpunkt für eine Glücksprobe. Ich habe nur 40 Glück. 19. Okay, ja, du findest genau den passenden Stein. Liegt gut in der Hand, du kannst ihn gut werfen. Dann pfeffe ich den so weit weg von uns, wie es nur geht. Okay, du wirfst ihn. Der Stein kommt fast bis zur anderen Seite der Grotte, fällt zu Boden und rollt dort ein paar Mal über den Steinboden. Das Wesen fährt herum, zieht in diese Richtung, schnüffelt wieder, dreht sich dann aber wieder um und geht dann weiter auf das Versteck von Collins und LaRaft zu. Ja, dann signalisiere ich, dass wir angreifen müssen. Ja, mach ich auch. Ihr beide schießt. Ihr beide bekommt einen freien Schuss, eine freie Probe, denn es hat euch nicht entdeckt. Zielen ging nicht irgendwie, ne? Da bräuchtest du eine Runde, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das geht nicht in der gleichen Runde, denn Zielen resultiert ja in einem Bonuswürfel, ne? Dann würde ich tatsächlich die Runde, diese Bonusrunde, die wir jetzt haben, einfach zum Zielen nutzen. Okay, zielst du, dann bekommst du in der nächsten Runde einen Bonuswürfel. Mr. Fletcher? Einen schwierigen Erfolg auf Schießen habe ich. Okay, ja, du kannst den Schaden auswürfeln. Du bist versteckt, es rechnet nicht mit dir. 6 Punkte. 6 Punkte Schaden. Okay, ein Schuss peitscht durch diese Grotte und zerreißt die Stille, die sich über alles gelegt hat. Du triffst das Wesen in den Rücken. Es kreischt auf, bäumt sich auf, fährt herum, sucht die Flechten ab und 5. Es hat dich halt sofort entdeckt und stürmt auf dich zu. Miss Collins, möchtest du etwas tun? Rennen. Okay. Mich. Oder besser verstecken. Wenn du nicht direkt in den Kampf eingreifen möchtest, oder möchtest du rausrennen? Drehst du dich um und läufst einfach raus? Ja. Ich habe einen Meißel als Waffe.
drehst dich um, läufst raus aus der Höhle, wieder zurück in den großen Gang, aus dem ihr gekommen seid, in dem lange gemauerte Stück. Du hörst hinter dir eine Stimme: Warten Sie auf mich! Und die beiden donnern raus aus der Höhle, während dieses Vieh direkt auf Fletcher zuhält. Und jetzt wäre dann als erster Mr. McAllister und könnte mit dem Bonuswürfel noch einen Schuss abgeben, bevor es Fletcher erreicht. Das mache ich. Das wäre schon mal eine 75. Warte. 55 ist ein normaler Erfolg. Okay, das reicht. Es kann nicht ausweichen, es hat dich noch nicht entdeckt. Du kannst Schaden auswürfeln. Schaden. Wie viel? 4. 4 Punkte Schaden. Fletcher, du siehst gerade, als er sich auf die Stirn schlägt, noch eine weitere Kugel von Mr. McAllister in die Brust dieses Viehs, aber es wird dadurch nicht sehr viel langsamer. Es ist bei dir und es schnappt nach dir. Mit einer 92, nicht nur, dass es nach dir schnappt, gleichzeitig attackiert es dich auch mit einer mit der gespreizten Klauenhand. Und das würde mit einer 28 einen normalen Erfolg ergeben. Ja, ausreichend. Okay. Nein, 60. Nein, nicht geschafft. Okay, diese riesige Klauenhand erwischt dich halt frontal am Torso, zieht sich weit drüber. Du hörst, wie deine Kleidung aufreißt und sich darunter 4 blutige Striemen bis weit ins Fleisch ziehen. Du spürst, dass sie an einer Stelle tatsächlich auf Knochen treffen und du nimmst 8 Punkte Schaden. Ich habe eine schwere Wunde. Ja, du blutest schwer. Mach bitte eine Konstitutionsprobe, um bei Bewusstsein zu bleiben. Geschafft. Okay, hast du geschafft? Ja, Mr. McAllister, du siehst, wie Fletcher schreiend zusammensinkt und wie die Klauen dieses Viehs weit in seinem Fleisch vergraben sind. Ich gehe ein Stück näher und feuer 3 Schuss in das Ding rein. Das wäre dann schon so nahe, dass du einen Bonuswürfel bekommst, ne? Aber durch die 3 Schuss wieder einen Maluswürfel, also... Du bekommst einen Scharfwürfel, das bedeutet, du machst 3-mal ganz normal. Gut. Der erste trifft, der zweite trifft nicht, der dritte trifft kritisch, also extrem. Okay. Normale sind 4 Schaden und der extreme sind 10 Schaden. Okay. Fletcher, du siehst es in Augenwinkeln, wie McAllister neben dir aus den Flechten hüpft, die Pistole auf das Vieh richtet und ihm 3-mal in den Kopf feuert. Eine Kugel davon geht direkt ins Auge und ins Gehirn und das Vieh fällt um. Es rührt auf, fällt um und haucht Zucker in seinem Leben aus. Das war zu viel. Ausgezeichneter Schuss, Sir. Vielen Dank, Sie haben mir das Leben gerettet. Sich keine Sorge. Miss Collins, Mr. LaRaft, wir brauchen hier jemanden, der ärztliche Versorgung leisten kann. Collins, du hörst Schüsse hinter dir. Du rennst und rennst, bist wieder in dem langen Gang und alles, was du hinter dir hörst, sind bellende Schüsse. 4 Schüsse insgesamt, die von den Wänden der Kammer als Echo zurückgeworfen werden. Okay, ich halte an. Ich laute, hört man noch ein bestialisches Brüllen oder Stille? Es ist alles ruhig. Dann gehe ich ganz langsam und sehr vorsichtig wieder zurück. Meinen Sie, Sie haben es erwischt? Das waren 4 Schüsse und haben Sie gesehen, wie die beiden vorhin getroffen haben? Nein, ich habe gar nichts gesehen, ich bin gerannt. Nein, ich meine bei den anderen, bei den kleinen Viechern. Oh, Sie meinen, dass Sie außerordentlich gute Schützen sind? Ja, das durfte ich bereits bezeugen, ja. Die Chance ist also recht hoch, dass Sie das Große auch erwischt haben. Also gut, wenn Sie meinen, dann sehen wir nach. Collins, Mr. LaRaft, wir brauchen Ihre Hilfe. Hören Sie das?
Ich glaube, einer von ihnen schreit. Ja, dann schnell. Ihr hört Mr. McAllister schreien, lauft in die Kammer und ihr seht, wie McAllister aufgebaut, immer noch die Pistole in der Hand, vor diesem toten Vieh steht und daneben zusammengesunken Mr. Fletcher, der sehr, sehr stark blutet auf der ganzen Brust. Sieht übel aus. Nehme mich neben Fletcher, versuche irgendwie mit meinen Händen die Blutung zu stoppen. Mr. LaRaft, haben Sie Verbandszeug oder so dabei? Oder Ahnung von schweren Wunden? Nur die Kleidung, die ich mir vom Leib reißen kann und zu Verbänden verarbeiten. Tut mir leid, ich habe nichts anderes. Dann her damit. Der Mann verblutet uns hier. Er zieht seine Weste aus und reißt sein Hemd in Streifen. Können Sie damit umgehen? Wissen Sie, wenn man eine Wunde verbindet? Nein. Er kann es versuchen, wenn ihr wollt. Er hat Erste Hilfe 30. 90. Grundchance hätte ich auch. Ja, also du merkst, was immer Mr. LaRaft da tut, es funktioniert nicht. Es führt nicht zum gewünschten Erfolg. Also er drückt die Streifen seines Hemdes auf die Wunde, aber sie sind sofort blutig, weil Fletcher einfach viel zu stark blutet und es stillt die Blutung nicht richtig. Sie müssen das Beste tun. 6 extremer Erfolg. Okay. Auf Erste Hilfe. Extremer Erfolg? Ja, da, wenn es drauf ankommt, ne? Extremer Erfolg heißt, dass die schwere Wunde verarztet ist, dass sie verschwindet. Das bedeutet, du hast Fletcher so gut verbunden, dass du dich wieder bewegen kannst, dass du wieder einsatzbereit bist, dass die Blutung weitestgehend gestoppt ist. Du kannst dich wieder aufrichten. Extremer Erfolg, das war Erste Hilfe, ne? Hm? Genau. Ja, ich würd sagen, du bekommst 2 Lebenspunkte zurück. Machen wir 2 draus. Vielen Dank. Und du darfst tatsächlich den Haken bei schwere Wunde ausratieren. Wow, das war ausgezeichnete Arbeit, Miss. Vielen Dank, vielen Dank. Bitte, ich sieht wirklich übel aus. Ja, würde währenddessen dieses Vieh mal umdrehen, das auf dem Rücken liegt. Ja. Und würde mit Fletchers Messer versuchen, eine Hand von dem abzuschneiden. Okay. Es funktioniert. Es ist eine ziemlich dicke, sehnige Hand und du musst. Es ist richtig viel Arbeit und du brauchst eine Stärkeprobe. Ja, ich versuch's mal. Ich sag, das ist nicht so mein Ding, aber gucken wir mal. Nee. Möchtest du es forcieren? Nee, ich würde mich auch mit einem Auge zufrieden geben oder irgendwas, was die Andersartigkeit dieses Viehs beweist. Okay, ihr seht, wie McAllister Messer zieht, das Vieh umdreht und dann mit dem Messer auf den Arm einhackt, versucht den Arm abzuschneiden. Er hilft nach, stemmt sich mit dem ganzen Körpergewicht drauf, aber er kommt mit dem kleinen Messer nicht durch. Das Vieh ist ziemlich sehnig und die Knochen sind ziemlich stark und dann lässt er ab von dem Arm und pult mit der Spitze des Messers ein Auge raus. Eins ist durchschossen und das andere gute Auge pult da raus. Und das wäre Zeit für eine Stabilitätsprobe wieder für euch anderen. geschafft. Abgeschafft. Auch geschafft. Ja, das ist kein Problem. Ja, dann hast du ein Auge in der Hand. Ich würde das einstecken, würde zu den Kameraden gucken. Falls die Polizei hinterher aufräumt. Staatsgewalt hat es nicht gerne, wenn sie Dinge unter ihrer Stadt hat, die sie nicht erklären kann. Das ist tatsächlich sehr vorausschauend von Ihnen. Sind Sie immer noch der Meinung, dass wir weitergehen sollten? Ja, aber natürlich. Ja, ich bin nicht mehr so überzeugt, aber Mr. Winscott und das Geld. Wir haben gerade den Teufel getötet, meine Herren und meine Damen. Also was soll uns jetzt noch aufhalten? Guck mir das Ding mal genauer an. Sieht es so aus wie irgendeine Art Teufel oder irgendeine Art Beschreibung von Teufel, die man so kennt? Nur die Hufe. Also bis auf die Hufe kann ich hier nichts Teufelartiges dran erkennen. Da.
müssen wir den Kopf genau untersuchen. Vielleicht finden wir ja ein paar kleine Hörnchen. Bitte, nach ihnen, tun Sie sich keinen Zwang an. Ich würde währenddessen auch noch mal ein paar von den Pflanzen einsammeln, einfach so ein paar Proben. Okay, ja, du kannst zu den Pflanzen gehen, kannst problemlos Proben mit deinem Messer rausschneiden. Es sind vor allem Pilzpflanzen, ziemlich große Pilzpflanzen und darunter diese leuchtenden Flechten in verschiedenster Ausprägung, dicker, dünner und noch ein paar andere Flechten, die viel, viel weicher, moosartiger wirken und die nicht leuchten. Du kannst von allem so viel Proben einsammeln, wie du möchtest. Ich würde jetzt mich auch nicht super lange damit aufhalten, sondern einfach hier und da mal so ein bisschen was und dann okay zurückgehen. Du hattest vorhin erwähnt, dass diese Affen-Menschenwesen sich um die Pflanzen kümmern. Sieht es tatsächlich so aus wie so ein gepflegter Garten, so im Endeffekt wie ein angelegter Garten? Ja, auf die Idee könnte man schon kommen. In diese Pflanzen hier in dieser Höhle essbar aus, oder? Da du solche Pflanzen noch nie gesehen hast, kannst du das nicht wirklich beurteilen. Möchtest du ein Stück essen? Nein. Dann ist es jetzt plötzlich erstaunlich ruhig in dieser Grotte. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich ja sagen, das ist ein Garten hier und diese Wesen vorhin haben hier gegärtnet. Anscheinend haben sie nicht nur ein Interesse an Menschenfleisch. Das heißt, es könnte sein, dass Mr. Wilscott noch am Leben ist. Außer er ist dem da begegnet. Ich deute auf das große, tote Ding. Aber die Kleinen scheinen vor ihm Angst gehabt zu haben. Also anscheinend gibt es hier eine Art Ökosystem mit Jägern und Gejagten. Und irgendeiner längst vergessenen Zivilisation, so wie es aussieht. Von Schlangenmenschen. Sagen Sie doch so oder nicht. Ich sage nur, was ich sehe. Wir sollten weitergehen. Hier sind ja auch nirgendwo Spuren von Mr. Wilscott. Also habe ich das Gefühl, wir hätten in diesen Gang gehen sollen, den wir vorhin ignoriert haben. Ihr könnt hier noch eine Probe Verborgenes erkennen machen oder auf Spurensuche, wenn ihr tatsächlich hier auch nach Spuren von Mr. Wilscott sucht. Ich hätte einen normalen Erfolg. Schwierig. Ich habe auch einen normalen Erfolg. Okay. Mr. Fletcher hat einen schwierigen. Okay, du kriechst sowieso gerade etwas krumm daher. Deine Augen sind sehr auf den Boden gerichtet. Und tatsächlich bist es du, der in den Schlamm getreten ein silbernes Etui findet. Gebe ich gleich auf. Ein Zigarettenetui? Es sind Zigaretten darin, ja. Ich zeige es meinen Gefährten. Sir Wilcott ist hier vorbeigekommen. Ja, gut. Oder diese Dinge haben ihn hier reingeschleppt. Meinen Sie, wir finden ihn noch lebend? Wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, nein. Und wissen Sie, ich würde auch zu gerne lebend hier herauskommen. Dann wäre es vielleicht nun Zeit umzukehren. Ach, machen Sie sich doch nicht ins Hemd. Wir sollen doch für Miss Collins hier eine gute Abschlussarbeit liefern. Dann müssen Sie auch dahin gehen, wo es weh tut. Ja, aber wissen Sie, wenn ich tot bin, dann kann ich keine Abschlussarbeit mehr schreiben. Fehlerlose Logik, ja. Ja, aber den Anführer haben wir jetzt schon besiegt. Also, was kann noch kommen? Sie können kaum noch gerade stehen, Fletcher. Sie wirken tatsächlich etwas derangiert, Mr. Fletcher. Ich habe auch nur noch 7 Lebenspunkte, aber okay. 7 Lebenspunkte? Ja. Nur noch? Maschine. Ich habe 10 Maximum, also. Ja, ja. Mit 8 hat er mich attackiert, also. Ich würde zu gerne weitergehen. Und von mir aus können Sie zurückkehren, wenn Sie wollen, aber wenn Sie sich nachher nicht, wenn die Erkenntnisse aus dieser Expedition dann meinem Namen veröffentlicht werden. Das hätten Sie wohl allzu gerne, dass Ihr Name allein da drauf steht. Dann ist es wohl Miss Collins, die in neuem Eifer zu dem Gang stapft, der aus der Grotte hinausführt und ihm als Erste weiter folgt. Nein, erwartungshaltungsmäßig davor stehen bleibt, die Menschen mit den Waffen anguckt
Also gut, ich gehe vor. Danke. Mr. Fletcher, können Sie mit der Waffe noch schießen? Oder wollen Sie die an Le Raft abgeben? Ich denke, das bekomme ich noch hin. Ich hätte tatsächlich beide Hände frei und ich kann mit einer Flinte umgehen. Eigentlich keine schlechte Idee, Le Raft. Und ich gebe ihm die Waffe in die Hand und stelle mich hinter ihm. Okay. Dann geht ihr so weiter in den Gang. Ihr folgt dem Gang eine Weile und kommt dann zu einer kleinen Kreuzung. Ein Gang führt weiter nach links und einer führt nach rechts. In die Richtung, so viel könnt ihr deuten, in die Richtung, aus der ihr möglicherweise gekommen wärt, wenn ihr den Gang aus der Grotte genommen hättet. Und ihr könnt dann nach unten weitergehen und kommt dann erneut zu einer kleinen Abzweigung, die vom Hauptgang wegführt. Und zwar führt vom Hauptgang weg ein kurzes Gangstück in einen runden gehauenen Torbogen. Das ist tatsächlich jetzt der erste rund gehauene Torbogen, den ihr hier drin seht. Und der führt in eine künstlich geschaffene Kammer. Ich will mir diesen Torbogen erstmal genauer angucken, ob ich da irgendwelche Schriftzeichen, Runen oder sowas erkenne. Da ist was eingeritzt, ja. Das sind eindeutig erkennbare Runen drin. Über den ganzen Torbogen so drüber. Kann ich mir einen Reim aus denen machen? Wenn du auf Okkultismus einen schwierigen Erfolg schaffst, dann können wir da was machen. Dann versuche ich das mal. Das ist ja schließlich meine Paradedisziplin. Ich würde tatsächlich da nochmal 5 Glück ausgeben, dann hätte ich einen schwierigen Erfolg. Du hast schon in irgendwelchen okkulten Büchern hast du ungefähr diese Schriftzeichen gesehen, eine Abschrift davon mit einer möglichen Übersetzung, und es wurde immer mit Vater der Schlangen oder etwas Ähnlichem übersetzt. Vielleicht haben wir hier so eine Art Kultstätte gefunden. Hier steht Vater der Schlangen oder so etwas Ähnliches. Also kein Schutz, sondern einfach nur eine Bezeichnung. Können Sie das lesen? Das ist kein Alphabet, was mir bekannt ist. Da haben Sie einfach nur in den falschen Büchern geschaut. Ja. Ich trete einfach mal rein. Okay, du trittst rein und stehst in einem rechteckig gemauerten Raum mit gut 4 Meter hoher Decke. Das Echo deiner Schritte auf dem alten Steinboden hallt von den Wänden. Das Licht deiner Öllampe erleuchtet eine riesige Natursteinformation auf der Westseite des Raumes, die so bearbeitet wurde, dass sie einer aufgerollt ruhenden Schlange mit aufgestelltem Kopf gleicht. Hinter dieser Schlange siehst du einen steinernen Altar hervorlugen, von dem der schwache Duft von Räucherwerk aufsteigt, und du siehst da auch feine Rauchschwaden in die Luft steigen. Dann würde ich auf jeden Fall da mal näher treten, das hat jetzt mein Interesse geweckt. Zum Altar oder zu der steinernen Schlange? Erstmal zu der Schlange, wenn die davor steht. Die ist fast 4 Meter hoch, die Schlange, ist eingerollt, genau wie auf den Zeichnungen, auf den Höhlenmalereien, die ihr beim Eingang gesehen habt. Mit aufgestelltem Kopf in die Kammer blickend, mit einer gespaltenen Zunge, die aus dem Mund kommt. Und als du sie so anstarrst, mit den Augen untersuchst, hätte ich ganz gern eine MA-Probe von dir. Ein extremer Erfolg. 3 von 75. Okay. Ja. Du schaust dir diese Schlange an, aber mehr passiert nicht. Sie ist offenbar aus einer schon vorher hier befindlichen Steinformation heraus gearbeitet worden. Kommen Sie her, schauen Sie sich das an. Das ist bemerkenswert. Eine Kultur, die aus dem Naturstein so etwas fertigen kann. Das ist mir nicht geheuer. Ist das nicht so ein Götzenbild? Ich meine,
Wenn Sie sagen schon, der Vater der Schlange, ist das nicht genau dieser Kult, den dieser John Harper da erwähnt hat in diesen Aufzeichnungen? Das ist mir nicht ganz geheuer. Ich trete neben Jonathan und gucke mir die Schlange auch an. Kann ich einschätzen, wie alt die ist? Du kannst vor allem zuerst eine MA-Probe ablegen für mich, bitte. 7, auch ein extremer Erfolg. Okay. Mit einer Probe auf Geschichte oder Archäologie könntest du das einschätzen, ja? Schon wieder die 7. Ist auch ein extremer Erfolg. Ein extremer Erfolg? Mhm. Okay. Diese Schlange ist für dich so alt, dass du es nicht mehr genau bestimmen kannst. Also die Werkzeuge, mit denen die herausgearbeitet wurde, gibt es heute so in dieser Form nicht. Die heutige dir bekannte Welt der Archäologie hat keinen Zugang zu Werkzeugen, die so etwas auf diese Art herausmeißeln könnten. Das ist deutlich älter als jede menschliche Kultur. Was auch immer wir hier vor uns haben, ist älter als die Menschheit. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt eine MA-Probe für Mr. Fletcher. Dann haben wir euch durch. Haha, 6. Extremer Erfolg. Ach, scheiße. Ah. Ja, auch du starrst die Schlange an. Meine Herren, was Sie hier vor uns sehen, das zeugt von intelligentem Leben, bevor die Menschheit auch nur ansatzweise existiert hat, intelligent zu sein, überhaupt. Mir fehlen die Worte. Immer zu dem Altar gehen und mit denen genau angucken. Okay. Der Altar ist mit dunklen, eingetrockneten Flecken übersät. Am linken und am rechten Rand stehen jeweils 2 Schalen, in denen noch schwach Kohlen glimmen. Feine Rauchschwaden gehen von den Schalen in die Luft. Hier wurde augenscheinlich Räucherwerk auf glühende Kohlen gelegt. Das sind die dunklen Flecken, kann ich mir die genau angucken? Es ist genau das, was du vermutest. Eingetrocknetes Blut. Ich würde mal das Messer von Herrn Mr. Fletcher nehmen, was ich bisher noch nicht zurückgegeben habe. Würde mir mal so ein bisschen in den Finger stechen. Auf den Altar tippen und gucken, was mit dem Blut passiert. Okay. Du stichst in den Finger, tröpfelst das Blut auf dem Altar. Und im gleichen Moment ruckt der Kopf der großen Steinschlange zu dir herum, dreht sich um, mustert dich. Aus dem Mund kommt die zuckende, sich kräuselnde Zunge und dann quillt ein Strom aus sich windenden Schlangen aus dem Maul der Statue hervor. Sie lassen sich auf den Boden fallen, kriechen übereinander hinweg und versuchen dich zu erreichen. Schreckstarr bleibst du stehen, starrst auf diese zuckende Schlangenmasse vor dir, die sich immer weiter und weiter aus dem Maul der Steinschlange ergießt. Schließlich haben sie dich erreicht, schlängen sich an dir hoch, kriechen unter deiner Kleidung, bis du ihre kalten Leiber überall am Körper spürst. Kleine Zungen zucken über deine Haut, als würden sie deinen Geruch und Geschmack in sich aufnehmen. Und dann ist es vorbei. Du stehst vor diesem Altar. Die Schlangenstatue ist komplett regungslos. Sie hat sich nicht umgedreht. All die zuckenden Leiber sind verschwunden. Ihr beide, Miss Collins und Fletcher, ihr seht nichts von dem Schauspiel. Ihr seht einfach nur, wie McAllister Blut auf den Altar tropft und dann wie erstarrt stehen bleibt einige Zeit. Wir sehen gut. Bitte eine Stabilitätsprobe, Mr. McAllister. Nein, nicht geschafft. Nach dieser Vision. Nicht geschafft. Okay, nein. Das ist eine Stelle, die mir besonders gut gefällt. Denn bei dieser Vision bekommst du keinen Stabilitätsverlust, sondern Ophidiophobie. Die Angst vor Schlangen. Oh Gott, was? Du hast ab jetzt eine irrationale Angst vor Schlangen. In der Anwesenheit von Schlangen wirst du von plötzlicher Angst gepackt. Du bekommst schweres Herzklopfen, beginnst zu schwitzen, bekommst Atemnot und zitterst am ganzen Körper. Regeltechnisch heißt das, du bekommst auf alles einen Strafwürfel,
wenn du mit einer Schlange konfrontiert wirst. Mit einer Probe auf Psychologie kannst du diesen Effekt allerdings kurzzeitig ignorieren. Gilt das nur für lebende Schlangen oder auch für Schlangenstatuen? Sehr gute Frage. Und Zeichnungen? Nein, für Zeichnungen und Statuen gilt es nicht. Es muss eine lebende Schlange sein. Mir geht das gut, ja. Sie sind ein bisschen blass um die Nase. Sind Sie sicher? Was haben Sie da überhaupt gemacht? Warum tropfen Sie Blut auf diesen Altar? Ich glaube, sie hat versucht, mit mir zu sprechen. Oder er. Was? Herr der Schlangen. Und Sie sind sicher, dass wir nicht einfach gehen sollten? Ich glaube, dieser Raum ist wichtig. Aber ihr scheint zumindest nichts weiter auf Sir Winscott hinzudeuten. Also sollten wir vielleicht weitergehen. Aber wir sollten uns diesen Raum merken. Ich schaue mich nochmal um, sehe ich außer dieser Riesenstange und dem Altar noch irgendwas in den Ecken vielleicht? Nein, das ist komplett kahl sonst, okay. Diese ganze Kammer. Sie ist nicht eingerichtet. Mhm. Ich gehe hinaus und halte Ausschau. Geht ihr hinaus, den Gang weiter, den ihr hierher gekommen seid. Er wird hier wieder breiter, beschreibt schließlich eine Biegung und läuft dann relativ stabil geradeaus. Zu eurer Linken ist nochmal ein gehauerter Durchgang in eine künstlich geschaffene Kammer zu sehen. Vor euch führt der Tunnel geradeaus weiter. Wir sind jetzt bei diesem, damit ist dieser ovale Raum gemeint, den ihr auf der Karte seht. Da wieder irgendwelche Runen an dem Torbogen? Hier nicht, nein. Keine Runen. Nein. Miss Collins geht zu dem Durchgang, hebt ihre Lampe, wirft einen Blick hinein und du siehst eine ovale Kammer, in der sehr, sehr viel Nebel ist. So wie in der Pilzhöhle, nur mehr. Er scheint auch von der Decke zu kommen und du siehst halt keine 2 Meter rein vom Durchgang aus. Hört man irgendwas von drin? Oh, mach eine Probe Frochen. Ich gebe 8 Glück aus, dann habe ich es normal geschafft. Du hörst nichts. Es ist absolut still. Das Einzige, das du hin und wieder wahrnimmst, ist so ein leises Zischen, das von der Decke kommt. So ein Schlangenzischen oder mehr so ein Nebel wird durch Ritzen gepresst zischen? Ja, eher so ein Nebelzischen. Okay. Dann gehe ich sehr vorsichtig einen weiteren Schritt rein mit erhobener Lampe. Okay. Ich folge. Ihr tretet ein und als ihr euch ein bisschen verteilt, seht ihr, dass die Kammer fast die Ausmaße eines Saals hat. Ihr seht halt nicht besonders weit. Also dieser Nebel versperrt euch auf 3 Meter die Sicht. Er scheint tatsächlich von der Decke zu kommen. Immer wieder wild erzischend durch irgendwelche Öffnungen an der Decke, senkt sich herab und hängt so richtig feucht und warm und schwer über allem hier. Und in diesem Nebel werden eine Art gelblich durchscheinende Kokons sichtbar, die wie Kapseln von der Decke schaukeln, bis fast ganz zum Boden runter. Kann ich mir so einen näher angucken? Also aus was für Material sind die? Okay, du gehst hin, hebst deine Lampe, berührst ihn. Du kannst darin, indem du dir ansiehst, schemenhafte Umrisse erkennen. Da drin schwimmt eine Mischung aus Mensch und Schlange in einer schäumend grünlichen Flüssigkeit. Vollkommen regellos. Bitte eine Stabilitätsprobe. Geschafft. Okay. Ich glaube, wir haben hier eine Brutstätte von besagten Schlangenmenschen gefunden. Sie hatten recht. Das sind nicht Normalereien. Diese Dinger gibt es wirklich. Ich rede keinen Schritt in den Raum.
ihr bräuchtet bitte auch eine Stabilitätsprobe. Wenn ihr euch das ansieht, wenn ihr sagt, einer von euch sagt, er bleibt draußen stehen, geht nicht hinein, dann nicht. Bleibt draußen stehen, wenn ich das höre. Ich drehe mich um. Ich werde gefolgt, also mache ich Horne. Jonathan, komm, kommen Sie, schauen Sie sich das an. Das ist es. Ich warte hier. Warum plötzlich so scheu? Ich meine. Können Sie nicht das Zischen? Ja, das ist der Nebel aus der Decke, hier ist nichts. Das ist mit Sicherheit eines dieser Dinger. Ja, jedenfalls außer diesen Eiern gibt es hier nichts. Du hörst einen Aufruf von Laraft an deiner Seite. Oh Gott, ich fühle mich an meine Zeit in London zurückversetzt. Aber auch er hat die Stabilitätsprobe geschafft. Schauen Sie, ob Mr. Winscott in einem dieser Dinger drin ist. Meinen Sie? Weiß. Ich halte hier Wache. Fletcher, hast du die Stabilitätsprobe geschafft? Nähere mich einem Kokon, sehe das und flippe aus. Ich habe es nicht geschafft. Du verlierst 1W8 Punkte Stabilität. 6. Oh, wir dürfen die Karten mischen. Das erste Mal. Nein. Wunderbar. Wir haben hier wunderbare Spielkarten für einen Anfall von Wahnsinn. Ich werde dir eine ziehen. Vorlesen. Und du darfst sie dann ausspielen. Panische Flucht. Du fühlst einen überwältigenden und irrationalen Zwang, dich so weit wie möglich von deiner derzeitigen Lage zu entfernen. Tu, was auch immer du dafür tun musst. Auch wenn es bedeutet, andere Leute aus dem Weg zu stoßen oder alle anderen zurückzulassen. Du rennst und rennst. 1W10 Runden lang. Möchtest du auswürfeln oder soll ich? Ja, 6 Runden. 6 Runden. Okay, ihr seht, Mr. Fletcher schreit auf, er kreischt, dreht sich um und läuft. Er zieht an Mr. McAllister schreiend vorbei. Soll ich auswürfeln in welche Richtung oder einfach den Weg zurück? Ich glaube, die rationalste Art und Weise wäre einfach den Weg, den ich schon kenne. Einfach nur, okay. Nur schreit zurück. Flieh, dir Narren! McAllister, du siehst, wie er an dir vorbeizieht. Schreiend. Ich würde stehen bleiben, wenn mich die anderen beiden nicht einfach zurücklassen, wehrlos. Okay, dann siehst du, wie Fletcher im Gang, aus dem ihr gekommen seid, verschwindet. Seine Schritte verhallen, werden leiser und er ist weg. War wohl zu viel für den Guten. Nach der Attacke von vorhin, jetzt das hier. Ja, wer kann's ihm verübeln? Gut, dass Sie die Waffe haben, Laraft. Oh ja, das erweist sich tatsächlich als außerordentlicher Glücksfall. Und er lädt durch. Na, immerhin sind wir jetzt noch zu dritt. Wir sollten weitergehen. Raum geht ja hier noch weiter. Haben Sie Mr. Winscott gefunden? Wir haben noch nicht mal angefangen zu suchen, um ehrlich zu sein. Ja, lassen Sie uns schnell einmal hier drüber gucken, ob irgendeiner von diesen Eiern, Kokons, was auch immer das hier ist, frisch aussieht. Mach eine Probe Verborgenes erkennen. Ich mache auch eine für Laraft. 15. Ich hab's nicht geschafft. Okay. Du gehst herum, verschwindest im Nebel. Der Butler geht herum, verschwindet im Nebel und irgendwann hörst du dann seine Stimme. Oh, kommen Sie, Miss Collins, ich habe hier etwas gefunden. Dann gehe ich hin. Du folgst deiner Stimme und ihr steht dann beide vor einem aufgerissenen Kokon. Ledrig, braun und leer hängt er wie ein vergammelter Sack von der Decke. Hier ist wohl eins geschlüpft. Oh, das sieht wirklich schlimm aus, Mr. McAllister. Hier läuft irgend so eins von den Dingern rum, so wie es aussieht. Hervorragend. Das ist sicherlich nicht in dem Raum, wo Sie gerade sind. Wir wissen es nicht, wir können kaum 3 Meter sehen. Aber wir können zumindest nichts hören. Und wenn, ist es... Oh, das ist sehr still und hält sich verborgen. Vielleicht sollten wir den Raum verlassen. Anzeichen von Mr. Winscott habt ihr hier drin nicht gefunden. Auf jeden Fall kein Mr. Winscott, also gehen wir wieder.
Okay, du gehst hinaus und du merkst, wie es dir richtig schwerer fällt zu atmen in diesem Nebel. Es ist nicht gefährlich, es ist einfach richtig, richtig tropisches Klima. Und dann stehst du wieder neben McAllister, The Raft ist hinter dir und von Fletcher ist keine Spur. Ihr hört ihn auch nicht mehr. Sollen wir Fletcher suchen oder weitergehen? Ich traue die beiden Herren. Ja, wir sollten weitergehen. Ich glaube, hier ist nichts. Tatsächlich, meinen Sie? Ich hoffe, dass Mr. Fletcher wieder zurückkommt. Ich hoffe auch, aber wie gesagt, wenn eins von den Dingern da drin geschlüpft ist, dann ist es tendenziell eher vor uns und nicht hinter uns, sonst wären wir ihm schon über den Weg laufen. Halten Sie die Waffen im Anschlag. Wollen Sie mit Ihrem Messer einen der Kokons aufschneiden? Auf gar keinen Fall. Warum sollten wir sowas tun? Wissenschaftliche Neugier. Ich glaube, dafür haben wir später Zeit. McAllister versucht, dem letzten Wesen, dem wir begegnet sind, eine Hand abzuschneiden und nahm dann sein Auge. Wir sollten diesen Ort hier vielleicht lieber abfackeln, wenn wir hier nachher wieder vorbeikommen. Und alles vernichten? Zumindest diese Eier, oder wollen Sie das noch mehr von diesen schlüpfen? Ich denke nicht. Also weiter? Also weiter. Ihr beide geht den Gang also weiter, während Mr. Fletcher immer noch läuft. 6 Runden waren es, ne? Jawohl. Ich komme zu gegebener Zeit wieder zu dir. Der Tunnel geradeaus führt euch in einen künstlich geschaffenen Raum. Ganz plötzlich und abrupt endet der Tunnel und ihr steht in einem künstlich geschaffenen Raum. Ab hier ist alles gemauert und ein Blick in den Raum zeigt euch, dass ihr das Ende des Tunnelsystems erreicht habt. Von hier führt kein weiterer Gang mehr weg. Stattdessen ist das, was vor euch liegt, eindeutig eine Art Wohnraum. Irgendeine Art kruden Gemachs. Die Luft hier drin ist warm und feucht. Nicht so feucht wie in der Kammer mit den Kokons, aber immer noch tropisch. Rechts vom Eingang liegt ein steinernes Becken, in dem eine heiße Quelle sprudelt und richtig Blasen wirft. Von der Decke kommt auch hier wieder dieser feuchte Nebel. Links ist ein Arbeitsbereich eingerichtet. Ein Laboratorium, ihr könnt es nicht anders beschreiben. Es gibt Regalbretter, auf denen sich Schriftrollen auftürmen, Arbeitsplatten mit Kolben, Retorten, Destillen. Gleich daneben ist ein riesiger Bronzegong aufgebaut mit einem Schlegel zum Schlagen. Und jetzt bemerkt ihr 2 Dinge, als ihr in diese Kammer lugt. Geradeaus läuft der Raum in einer kleinen natürlichen Grotte aus, gerade vor euch. Die vergittert ist. Also so eine Nische in der Wand und die ist vergittert. Und dahinter starrt euch das von Wahnsinn verzerrte oder Anstrengung verzerrte Gesicht von Mr. Josh Winscott entgegen. An die Gitterstäbe geklammert, das Gesicht ganz an die Stäbe gepresst, sodass die Nase rausguckt und mit aufgerissenen Augen starrt er euch entgegen und bewegt einen Finger vor dem Mund. Sein Blick fixiert dabei etwas hinter den Arbeitstischen. Dort sitzt etwas. Dort sitzt etwas hoch aufgerichtet auf einem dicken Stuhl mit einem Loch in der Lehne für einen riesigen Schwanz, der da durchpasst und sich über den Boden schlängelt. Es ist ein Schlangenmensch. Er sitzt da und starrt direkt zum Eingang der Kammer. Mit offenen Augen, ohne zu blinzeln oder zu zucken. Ich schieß sofort drauf. Du wirst allerdings wegen deiner neuen Schlangenphobie sofort, du bekommst Herzrasen, der Schweiß bricht dir aus, die nackte Angst läuft dir über den Rücken und du bekommst einen Strafwürfel auf den Schuss. Mit Psychologie könnte ich versuchen, das zu vermeiden, Mit oder? Psychologie kannst du versuchen, das zu vermeiden, dann kannst du ganz normal handeln in dieses Thema. Versuch's mal. Ich gebe 3 Glück aus, dann habe ich es geschafft. Okay. Und dann spürst du die Anflüge von der Panik zwar, aber du kannst hier runterkämpfen. Ich würde trotzdem 3 Schuss abgeben, einfach. Hast deine Waffe im Anschlag, im gleichen Moment ruft Winscott, nein! Und dann schießt du und gibst 3 Schüsse ab.
Mit Strafwürfeln. Der erste ist eine 5. Das ist eine 5. Also ein extremer Erfolg. Der zweite ist eine 18. Also ein schwieriger Erfolg. Strafwürfel bedeutet ein zusätzlicher W100, ne? Ich weiß, ja. Ich weiß. Das war letztens eine 77, der nicht getroffen hat. Dass er nicht einmal eine 5 und noch eine 5 gewürfelt und einmal eine 8 und eine 18. Ja, ich glaube, das reicht. Die 5, deine Pistole macht 1W6 Schaden, ne? Hm? Das bedeutet einmal 6 Schaden und einmal bitte 1W6 auswürfeln für den extremen Erfolg. 4. Das bedeutet, du machst einmal 10 Punkte Schaden. Und die 18 ist kein extremer Erfolg mehr, oder? Nee, das ist ein schwieriger Erfolg. Okay, dann einmal 1W6 Schaden, bitte. Hm? Das ist noch 3. 3. 13 Punkte Schaden. Ja, Collins, du siehst, wie McAllister sofort abdrückt. Dreimal feuert er in den hoch aufgerichteten Leib dieser Schlange und dann geht ein Zucken und Zischen durch den Leib. Der Körper ruckt jetzt herum. Die Augen suchen euch, finden euch, die vorher nur leer in einer Ecke des Raumes gestarrt haben. Und der Schlangenmensch erhebt sich, fährt mit einem Zischen vom Stuhl und würde euch angreifen. Würde euch richtig regelrecht entgegenspringen. Möchte der Raft auch schießen? Der ist ja auch noch da, ne? Ja, der kann auch noch schießen. Hat eine 47, hat getroffen. Podrick, hilf mir mal, was macht die Flinte für einen Schaden? 1W10 plus 4. 1W10. 8. 12. Danke. Da geht mein Finale hin. Ja, Mr. Raft hat die Flinte in Anschlag und schießt der Schlange den Kopf weg. Lädt einmal durch, ein weiterer Schuss bellt hinter McAllister vorbei, trifft die Schlange in den Kopf und noch bevor sie euch halb erreicht hat, ist der halbe Kopf weg, ein Auge fehlt und die Schlange fällt zu Boden, bricht auf den Stuhl, der Stuhl bricht ein und da bleibt der gewaltige Leib dann zuckend liegen. Ich nicke anerkennend. Erst Jonathan zu, dann Raft. Saubere Arbeit, die Herren. Und das ging überraschend einfach. Mr. Winscott gefunden. Ja, er starrt euch entgegen. Meine Güte, das ist... Holt's mich raus, er hat einen Schlüssel, dort, an seinem Lendenschutz, einen Schlüssel. Holt's mich raus, ich will es nicht an, holt's mich raus. Und er ist komplett aufgelöst, hängt an den Stangen. Dann gehe ich hin, hol den Schlüssel. Lass ihn raus. Mr. Winscott. Haben Sie, Miss. Sieht nicht so aus, als wäre er seiner Sinne. Sollten wir uns erstmal umschauen und gucken, dass er sich ein bisschen beruhigt, bevor wir ihn da rauslassen? Ja, das mache ich schon. Gucken Sie mal das Regal da drüben an. Mr. Winscott. Mr. Winscott, beruhigen Sie sich. Alles ist gut. Das Ding ist tot. Die anderen Viecher auch zum Großteil. Lässt du ihn raus oder lässt du ihn im Käfig? Ich befolge den Rat und drehe ihm erstmal gut zu. Ja, komplett aufgelöst, klammert er sich in die Gitterstäbe. Lassen Sie mich raus, Sie haben noch den Schlüssel. Wissen Sie, wie es ist, hier eingesperrt zu sein? Ich wurde verschleppt von einer Schlange und Affen, ähnlichen Wesen und dann das Ding mit den Hufen. Und lassen Sie mich raus, ich fließe an, lassen Sie mich raus. Atmen Sie erstmal tief durch, Sie sind ja völlig außer sich. Oh, er versucht nach dir zu greifen, als er sieht, dass du ihn nicht rauslässt. Dann gehe ich einen Schritt zurück. Moment. 1. Oh. No. Sehr, sehr schnell versucht er nach dir zu greifen, packt dich und zieht dich mit der Kraft der Verzweiflung, zieht er dich an der Kleidung zum Käfig heran und versucht dir mit der anderen Hand den Schlüssel aus der Hand zu reißen. Kann ich ausweichen? Du kannst es versuchen. Ich habe gerade schon gewürfelt und ich habe eine 2 gewürfelt.
Eine 1 ist kritisch. Ein 2 ist ein extremer Erfolg. Das bedeutet 1 schlägt 2. Du kannst versuchen, allerdings den Schlüssel festzuhalten. Er versucht dir mit der anderen Hand den Schlüssel aus der Hand zu reißen. Geben Sie mir den Schlüssel, geben Sie mir den Schlüssel, lassen Sie mich raus. Sie kann mich nicht hier drin lassen. Ich habe sie angestellt, lassen Sie mich raus. Ich flehe Sie an, geben Sie mir den Schlüssel. Wenn du möchtest, kannst du mit einer Stärkeprobe versuchen, den Schlüssel festzuhalten. Das versuche ich und scheitere. Okay. Ja, dann hat er dir den Schlüssel entrissen, steckt ihn ins Schloss, öffnet die Tür und stürzt raus. Stürzt raus aus der Tür, halb in die Kammer und bricht dann dort so halb schluchzend zusammen, als er auf diese Schlange starrt. War jetzt aber nicht nötig, Herr Winscott. Es war nicht nötig, dass Sie mir meine Rettung verwehren. Wir verwehren Ihnen hier gar nichts, aber jetzt atmen Sie mal durch. Keine Sekunde länger, möchte ich hier drin bleiben. Keine Sekunde länger. Er dreht sich um immer noch so halb auf den Knien und zerrt an der Kleidung. Keine Sekunde länger bleibe ich hier. Bringen Sie mich raus, ich flehe Sie an. Bringen Sie mich raus. Ich denke, wir werden uns erstmal ein bisschen hier umgucken. Das könnt ihr gerne tun. In der Zwischenzeit, Mr. Fletcher, du läufst und läufst und läufst. Und als du wieder zu dir kommst, findest du dich. Das werde ich jetzt auswürfeln. Habe ich mir hier sogar vorbereitet. Du findest dich in diesem Ganggewirr wieder vor dem... In dieser Höhle mit den Stalagmiten, wo ihr die Inschrift gefunden habt. Und du findest dich genau vor dieser Inschrift kniend wieder. Als du wieder zu dir kommst. Mach bitte einen Glückswurf, ob du deine Lampe noch hast. 27, geschafft. Okay. Du hast deine Lampe geistesgegenwärtig immer noch in der Hand. Der Schein der Lampe erleuchtet die Höhle. Du bist hier komplett allein. Du weißt nicht, wo die anderen sind, wie du hierher gekommen bist. Aber du hörst herabrieselnde Steine von der Decke und von der Seite und von verschiedenen kleinen Nischen. Hüpfst auf, nimmst deine Lampe, leuchtest in der Höhle herum und siehst überall den Widerschein von großen Augen. Auf der Höhlendecke, aus kleinen Seitengängen. Ich weiß nicht, woher ich gekommen bin. Ja, ich würde mal sagen, du kannst dich orientieren da drin. Denn ihr wart da schon mal. Dann möchte ich so schnell wie es geht wieder zurückrennen. Okay, mach bitte eine Probe auf Konstitution, ob du schneller bist als diese affenartigen Wesen, die sich dir nun nähern. Das sollte ich aber schaffen. Mein höchster Wert ist 80. Ich habe 81 gewürfelt. Okay, zwei Wesen sind bei dir. Du drehst dich um, läufst hinaus, bist gerade am Beginn des Tunnels und dann spürst du, wie zwei dieser Wesen von der Decke auf deinen Rücken hüpfen. Und beide beginnen dich zu beißen. Einer hat es nicht geschafft. Ja, einer hat es nicht geschafft. Er versucht, auf deinen Rücken zu landen, aber knallt dabei auf den Boden und gibt ein Quietschen von sich, bleibt kurz hinter dir zurück. Der andere hat es geschafft und würde es mit einer 17 schaffen. Das ist ein schwieriger Erfolg. Du bräuchtest ebenfalls einen schwierigen Erfolg auf Handgemenge, um ihn abzuschütteln. 80, nein. Nicht geschafft. Dann nimmst du 1W4 Punkte Schaden, 3. Und das Wesen ist auf deinem Rücken. Jetzt ist dein Zug. Weiter zu rennen und versuchen, die Kreatur abzuschütteln. Du kannst nur eins davon tun. Du kannst dich aufs Laufen fokussieren und mit einer Konstitutionsprobe weiterlaufen, um von den anderen wegzukommen. Oder du kannst stehen bleiben und es mit einer Stärkeprobe abschütteln. Ich versuche zuerst abzuschütteln. Okay. 2. Extremer Erfolg. 2.
Ja, du drehst dich um, du packst es, du bekommst etwas zu fassen, es fühlt sich an wie Fell oder dünne Haare, reißt es von deinem Rücken und schleuderst es an eine Felswand, wo es quietschend nach unten sackt und in irgendeine Spalte davon stobt. Jetzt wären wir wieder bei der Ausgangssituation, wo du eine Konstitutionsprobe bräuchtest, die besser ist als die der Verfolger. Come on. 4. Extrem. Ja, du schaffst es. Alle anderen, du siehst 5, 6 solcher Augenpaare über die Höhlenwand runterkommen, als du das eine von dem Rücken schleuderst und das Quietschen die Felswand kracht, ziehen sie sich etwas zurück, fauchen, springen etwas zurück. Das gibt dir die Zeit, loszulaufen. Du sprintest durch den Gang, deine Lampe packend und kommst dann wieder zurück in diesen langgezogenen, gemauerten Raum, wo die Gänge abgingen, in die Pflanzengrotte, in die Wassergrotte oder zu dem Geröllhaufen. Was möchtest du tun? Die Kreaturen verfolgen mich. Du hörst sie hinter dir, ja? Aber du hast ja einen Vorsprung herausgearbeitet. Ich glaube, das Sicherste ist, wenn ich versuche, im Geröll hinaufzuklettern. Okay. Dann hätte ich den High Ground. Unbesiegbar. Okay, dann läufst du hin zum Geröll. Das Seil ist noch gespannt und du bräuchtest eine Kletternprobe, um darauf zu kommen. Durch das Seil mit Bonuswürfel oder? Mit Bonuswürfel, ja. Genauso wie beim Runterklettern. 20. Sowohl das auch. Geschafft. Schwieriger Erfolg. Okay, du schaffst es. Kommst sehr, sehr schnell darauf, packst das Seil, ziehst sie rauf, Meter um Meter, hoch, ein paar Geröllsteine rieseln unter dir herab, du trittst sie lose, schlagen unten auf und genau als du oben bist, siehst du, wie 5 dieser bleichen Wesen gerade am Fuß des Geröllhaufens ankommen und die Steine zu ihren Füßen runterrieseln. Was möchtest du tun von hier? Ich bleibe oben und ja, packe Steine und werfe sie auf diese Kreaturen hinunter, sodass sie nicht mir hinaufkommen, klettern können. Okay. Pack einen Stein und das wäre auf Werfen. Kannst du runterwerfen. Also 4 von denen versuchen, haben dich verfolgt und versuchen, den Geröllhaufen zu erklimmen. 11. Okay, du hast getroffen. Ein Stein, sagen wir, macht 1W6 Punkte Schaden. Das ist ein großer Stein. Kannst du auswürfeln? 3. 3. Okay. Du triffst eins von ihnen, hörst einen dumpfen Aufschlag, ein Quietschen, ein Fauchen und das Ding fällt zurück und stürzt den Geröllhang hinab. Die anderen 3 kommen näher, sind jetzt bei der Hälfte des Geröllhangs. Ja, ich versuche, so viele Steine wie möglich hinunterrollen zu lassen, sodass sie diese Kreaturen mitreißt. Okay, du möchtest eine Gerölllawine lostreten. So, auf die Art, ja. Okay, machen wir das mit einer Stärkeprobe. Du hüpfst herum, versuchst sie loszutreten mit den Stiefeln. 12. Extrem. 12, okay. Du trittst und trittst und trittst und bekommst diese ganze Gerölllawine ins Rollen. Sehr, sehr, sehr viele Steine lösen sich, mit ihnen auch das Seil. Also es lösen sich so viele Steine, dass das Seil reißt und sich eine riesige Gerölllawine entwickelt, die nach unten schnell Staub steigt auf und die 4 Wesen werden darunter begraben. Als sich der Staub legt und du nach unten siehst, siehst du nur noch ein paar verrenkte Gliedmaßen zwischen den Steinen herausragen. Und dann ist es ruhig in der Höhle. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zurück zu Mr. McAllister und Miss Collins. Ich habe mir währenddessen die Unterlagen angeguckt, oder diese Schriftrollen. Die Schriftrollen sind alle in den gleichen Zeichen geschrieben, wie über der Tür stand. Allerdings nicht ganz gleich, ein bisschen verändert. Und hier bräuchte man halt wirklich Cthulhu-Mythos, um das zu lesen. Das ist wie ein Mythos-Foliant, diese Unterlagen. Die könnte man studieren. Wenn man mit diesen Charakteren noch weiterspielen würde, wenn du die mitnimmst, könntest du die studieren und könntest innerhalb von einigen Wochen verschiedene Erkenntnisse gewinnen, unter anderem zum Beispiel einen Zauber herauslernen. Ich stecke die allein. Okay.
Du sagst alles ein. Dazwischen stehen Destillen, Retorten, verschiedene alchemische Gerätschaften, die ihr teilweise noch nie gesehen habt. Findet man in dem Raum sonst noch irgendwas? Also irgendwie im Schlafbereich oder so persönliche Gegenstände von dem? Es ist ein Wohnbereich, ein sehr karg eingerichteter Wohnbereich. Du findest schon, was das ein bisschen auf eine Schlafstätte hindeutet. Du findest die heiße Quelle, die offenbar zum Baden gedacht ist. Aber da ist jetzt nichts Großartiges, dass du da mitnehmen könntest. Das ist halt wirklich eher eine krude Wohnstätte. Du kannst aber eine Probe auf Verborgenes erkennen machen. Eine 5, extrem. Heute sind die Würfel echt gut. Okay. Während Mr. McAllister all die Schriftrollen einsackt, fällt dir etwas auf, etwas, das wirklich nur sehr schwer zu erkennen ist. An der Wand neben der Grotte, neben der vergitterten Grotte, neben des Gefängnisses, ist ein großes Stück freie Wand. Eine gemauerte Ziegelwand. Und diese Wand ist von unten in einem großen Halbkreis mit den gleichen Zeichen beschriftet wie über diesem Tempeleingang. Die gleichen Runen. Anders zusammengesetzt, aber die gleiche Art der Runen. Und die sind nicht eingeritzt, die sind mit irgendetwas aufgemalt. Irgendetwas, das dann leicht zu schimmern beginnt, wenn das Licht einer Lampe drauf leuchtet. Sonst aber kaum zu sehen ist. Das sieht aus wie so ein Torbogen, der zugemauert wurde, quasi. Nein, es sieht aus wie eine Zeichenkette, die die Form eines Torbogens hat. Mhm. Aber am Stein selbst wurde nichts herumgraviert oder gemeißelt oder herausgeschlagen. Jonathan, was halten Sie hiervon? Gucken Sie sich das mal an. Sie haben doch vorhin diese Zeichen auch lesen können. Mhm, lassen Sie mich mal sehen. Ich gucke mir an. Du siehst auch das Gleiche. Also es sind die gleichen Zeichen, anders angeordnet. Mhm. Und die bilden eine Art Torbogen. Und wenn ihr sie anleuchtet mit einer Lampe, dann beginnen sie schwach zu glühen. Ich würde erstmal, ist hier irgendwo eine Lichtquelle, also eine, die hier hingehört? Ihr findet keine hier drin. Dann würde ich erstmal die abzeichnen, die Runen. Okay. Ja, das könnt ihr problemlos tun. Das dauert eine Weile. Hinter euch hört ihr, wie Mr. Winscott immer mehr und mehr die Fassung verliert. Lassen Sie uns hier raus. Hier verschwinden wir. Wir müssen hier weg. Bitte lassen Sie uns nicht länger hier bleiben. Lassen Sie uns raus. Wir müssen es zuschütten. Alles zuschütten. So. Nein, auf gar keinen Fall. Unter meinem Haus. Mr. Winscott, wissen Sie, was wir hier gefunden haben? Das ist phänomenal. Das stellt die ganze bisher bekannte Geschichte auf den Kopf. Wir müssen es verschütten. Alles verschütten. Niemand darf mehr hier herunterkommen. Und er hüpft auf und läuft aus der Kammer. Und schreit immer wieder, ich muss es verschütten. Ich muss es verschütten. Ich muss es verschütten. Moment. Schieß ihm ins Bein. Okay. McAllister, völlig kalt, dreht sich um, zieht die Pistole und möchte Mr. Winscott ins Bein schießen. Triffst du denn? Einfacher Erfolg. Einfacher Erfolg, okay. Einfach Erfolg. Ich würde ihm auf Glück würfeln lassen. Er hat hier angegeben 25 Glück. Wenn das okay ist, würde ich ihm darauf Glück würfeln lassen. Bei einem einfachen Erfolg, bei einem schwierigen nicht. 90. Okay. Ihr hört ihn aufkreischen. Ein Schuss hallt durch das Gewölbe. Und Josh Winscott stürzt zu Boden und hält sich sein blutendes Bein. Ah, mein Bein, wieso haben Sie das getan? Sie haben mich angeschossen. Mein Bein!
Und er drückt halt auf die blutende Wunde. Wie viel Schaden machst du? Sechs. Er bekommt einen Schock und ist tot. Er hat halt nur noch genau 6 Lebenspunkte gehabt. Du siehst, wie immer mehr Blut hat Mr. McAllister hat offenbar irgendeine Schlagader getroffen im Bein. Immer mehr Blut und mehr Blut kommt daraus hervor. Mr. Winscott wird immer bleicher und bleicher und bleicher, stürzt dann zu Boden, Zucken geht durch den Körper und ja, ihr seht halt, das sind Todeszuckungen. Ich würde noch so ein bisschen zitternd die Pistole hochhalten. Sehr überrascht von dem Ergebnis. Ja, Sie haben gerade meinen Auftraggeber erschossen, Mann! Er hätte uns komplett verraten. Er hätte diese ganzen Viecher auf uns gelockt mit seinem Geschrei, verdammt. Aber was hätte ich denn tun sollen? Warum erschießen Sie den Mann? Wollte ihn doch nicht erschießen, verdammt! Sie sind ja völlig verrückt. Warum haben Sie überhaupt auf ihn geschossen? Man musste ihn halt aufhalten. Sie hätten ihn auch da drin lassen können, in diesem... wie ich es gesagt habe. Ich habe meine Stelle noch nicht mal angetreten. Aber was hätte der schon machen können? Er hätte erstmal die rausfinden müssen. Er hätte die halbe Höhle auf uns hetzen können. Sein Geschrei. Nun, das hätte er in der Tat tun können. Da muss ich Mr. McAllister recht geben. Trotzdem ist es auch kein Grund, jemanden, einen anständigen Mann zu erschießen. Ich habe das schon mal erlebt. Man gewöhnt sich dran, irgendwann. Scheint auf jeden Fall kein Glück zu haben mit ihren Auftraggebern. Ja, wie es aussieht, muss ich zurück nach London. Oh, jetzt wird er unerträglich sein. Lassen Sie uns erst noch mal weiter umsehen. Leute auf die Leiche. Und was machen wir jetzt mit ihm? Darum können wir uns später noch kümmern. Miss Collins, ich glaube, eine Stabilitätsprobe wäre angebracht. Ja, in der Tat, doch. Finde ich angemessen. 65. Nicht geschafft. Okay. Ja, legen wir 1W6 Punkte Stabilitätsverlust fest. Okay. Eine 2. Kein zweiter Anfall von Wahnsinn im Spielverlauf. Ja, du bist halt komplett geschockt. Egal, was wir finden, mein Name wird nicht mit Ihrem Namen zusammen auf irgendeiner Veröffentlichung stehen. Das ist in Ordnung für mich. Werden wir schön getrennt machen. Ich ringe mit mir und durchsuche den Schlangenmenschen. Der Schlangenmensch ist in Reste von einer Robe gekleidet. Also keine sehr schöne Robe, auch keine vollständige Robe, aber in Reste einer Robe. Und seine Arme, also die Handgelenke und der Ansatz des dicken Schwanzes hinten, der ist mit einer Art Reifen bedeckt, also Schmuckreifen, die man drum schließen kann. Und an diesen Schmuckreifen baumelt etwas, das wie eine Art Edelsteine aussieht, an so kleinen goldenen Kettchen. Es sieht aus wie zeremonieller Schmuck. Kann man die Reifen abnehmen? Die kann man abnehmen, ja. Die, wie wenn du dir selbst so einen Armreifen drüber stülpst, kannst du die aus etwas in die Länge ziehen und abnehmen. Dann nehme ich sie ab und stecke sie ein. Okay. Ansonsten sind es nur mehr diese leuchtenden Symbole an der Wand, die hier besonders hervorragen in der Kammer. Ich würde auch hier einmal möglichst, ohne dass Miss Collins das sieht, in den Finger stechen und einmal über eine der Runen so drüber wischen, um zu gucken, ob vielleicht irgendwas passiert. Du machst das und die Rune, die du damit berührst, mit dem Tropfen Blut, die fängt sofort an, in einem satten Rot zu glühen. Es ist eine von 25. Collins, helfen Sie mir mal. Ich gehe zu der Leiche von Mr. Winscott. Was tun Sie da? Die Leichenschändung? Naja, er kann uns nochmal nützlich werden. Ich denke mal, du hockst dich herab, nimmst so viel Blut du bekommen kannst in die Hände, machst richtig schön voll
Und dann geht Mr. McAllister zurück und beginnt das Blut auf diese Symbole zu reiben, bis alle 25 in dem gleichen satten Rot leuchten. Und als alle leuchten, verschwindet die Wand in der Mitte einfach. Die Wand verschwindet und wird zu einem Durchgang. Ihr könnt da einfach durchgehen und ihr seht dahinter eine lange große Höhle. Die Stabilitätsprobe dafür spare ich mir jetzt bei euren Würfen. Ich guck rüber zu Miss Collins. Wir sind anscheinend noch nicht am Ende. Schön. Dann gehen wir da jetzt wohl auch noch rein. The Raft, sind Sie dabei? Ja, muss ich ja wohl. Ja, dann gehe ich vor. Ich bleibe besser bei Mr. McAllister, der Mann ist verrückt. Okay, du gehst vor. Offensichtlich. Ihr schreitet durch diesen Durchgang und sobald ihr durch seid, wird die Wand hinter euch wieder zu Fels. Zu harten Fels. Ich gehe hin und taste mal, ob das nicht eine Illusion ist. Nein, das ist fester, dicker Fels. Ich schaue McAllister an. Ich hoffe, hier gibt es einen zweiten Ausgang, sonst haben wir ein ziemliches Problem. Ich ignoriere das und gehe einfach weiter. Okay, du gehst einfach weiter und nach ungefähr 50 Metern siehst du Licht. Tageslicht. Ihr folgt dieser Höhle weiter und hört dann sehr bald das Rauschen von Wasser. Und ihr kommt an einem Fluss raus. Es ist eine natürliche Kaverne, die an einem Fluss endet. Ihr stolpert dort hinaus, ihr seht Bäume, Büsche, einen großen, breiten Fluss und den Himmel über euch und Tageslicht. Ihr könnt eine Probe für Orientieren machen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nee. Nö. Okay. Ich mache eine für Le Raft, wo er noch nicht lange hier ist. 7! Oh Gott. Ich kann euch nicht mal in der Wildnis verschollen lassen. Also wenn ich mich recht erinnere, ist das hier der Providence River. Wir müssten irgendwo 20 Meilen abseits der Stadt sein. 20 also. Meilen? Ich glaube, ich würde wieder zurückfinden, ja, in der Tat. So groß kamen mir diese Höhlen überhaupt nicht vor. Nun, es passt auch nicht. Also wir sind hier weit außerhalb der Stadt, weit weg vom College Hill. Die Entfernung, die passt nicht. Lassen Sie uns zurück zur Stadt gehen und eine weitere Expeditionsgruppe ausmachen, die diese Höhlen sichert. Wir müssen 20 Kilometer zurückgelegt haben in diesen Höhlen, was wir nicht haben, um hierher zu gelangen. Bitten Sie, ich fange langsam an, alles zu glauben, was hier so passiert. Auch Hexerei. Nun, lassen Sie uns in die Stadt zurückgehen. Ja, ich glaube, ich finde hin. Aber Mr. McAllister, rüsten Sie aus, was immer Sie wollen. Aber ich werde mich verabschieden, sobald wir die Stadt erreicht haben. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit Ihnen weiter zusammenarbeiten möchte. Sie haben meinen Auftraggeber erschossen und ich fürchte, ich muss die Rückreise nach London antreten. Auf jeden Fall, bevor man irgendwen da hinunterlässt, sollte man wohl die Leiche verschwinden lassen. Ich möchte nicht in irgendeinen Mord mit verwickelt werden. Ja, machen Sie das. Und du merkst, wie Le Raft immer schneller und schneller geht. Was ist eigentlich mit Mr. Fletcher passiert? Wir können zurückspringen zu ihm, um das zu erfahren. Mr. Fletcher, du stehst oben am Geröllhaufen und ja, du hast es geschafft, diese vier Wesen loszuwerden. Es ist wieder komplett ruhig in der Höhle. Was möchtest du tun? Ja, ich warte. Ich warte da. Okay. Ich würde so sagen, dass entweder die nächsten Kreaturen kommen oder eine Stunde vergangen ist. Okay. Länger habe ich auch nicht gebraucht bis hierhin. Und wenn du wartest eine geschlagene Stunde. Es geschieht nichts. Deine Gefährten kommen nicht zurück. Allerdings nähern sich wieder diese Wesen an den Höhlenwänden und an den Decken. Und diesmal sind sie zahlreicher. 10, 15. Muss ich mit Verstärkung zurückkommen und ja, ich renne wieder zurück
Okay. Sie sind, haben es fast bis zum Ende des Geröllhaufens geschafft. Als du dich umdrehst, um zu laufen, da wäre dann wieder eine Konstitutionsprobe fällig, mit der ich feststellen möchte, ob du rauskommst oder ob du weiter konfrontiert wirst mit diesem Wesen. Gewöhnlich geschafft. Gewöhnlich geschafft. Ja, okay, das schaffst du. Du setzt dich weit genug ab, läufst. Du kannst niemals stehen bleiben. Du musst immer in Bewegung bleiben. Du läufst und läufst und läufst so schnell du kannst. Du atmest schwer, du spürst Zeiten stechen, aber dennoch musst du laufen und laufen und laufen. Und immer hinter dir, so um der nächsten Biegung, siehst du im Schatten deiner Lampe die Schatten dieser Wesen. Du hörst ihre Schritte, ihre Klauen am Fels und am lehmigen Boden. Und du hörst ein Quietschen und Fauchen hinter dir. Sie sind immer da. Du läufst und läufst, bis du zurückkommst in den ersten Kellerraum, durch die Ziegelwand springst und dann durch die zweite Ziegelwand springst und die Treppe hinauf läufst. Bis du wieder in der Eingangshalle des Hauses bist. Die Tür zum Keller zu und verschließen, verbarrikadieren. Okay. Schließ die Tür zum Keller. Als du oben an der Treppe zum Keller bist, hörst du, wie ganz unten durch den Tunnel die ersten Geräusche dringen. Also irgendetwas ist dir bis hierher gefolgt. Wenn du die Tür verbarrikadieren möchtest, hätte ich gern eine Probe auf Stärke, um mit dem ganzen Bauschutt und Gerät, das hier herumliegt, die Tür zu verbarrikadieren. Gewöhnlich geschafft. Okay, mach eine Probe für Bonus erkennen. Gewöhnlicher Erfolg. Okay. Du siehst, als du dort bei den Gerätschaften herumwühlst, dort liegt eine Stange Dynamit. Ja, das nehme ich. Das nehme ich, zünd ich an und werfe runter. Da denke ich nicht mal nach. Das mache ich. Öffnest die Tür, zündest die Stange Dynamit an, wirfst sie rein und läufst aus dem Haus. Egal, was passiert. Okay. Du läufst aus dem Haus, raus durch das Eingangsportal, über den Garten, raus aus dem schmiedeeisernen Tor und dann hörst du hinter dir eine Explosion. Eine laute Explosion, Schutt wird aufgewirbelt, Staub kommt aus den Fenstern des Gebäudes, irgendetwas in diesem Gebäude knackt und sinkt etwas weiter nach unten. Vergieße eine Träne für meine Gefährten. Dann ist es ruhig. Wahrscheinlich gestorben sind im Keller. Und dann läufst du weiter die Straße runter? Ja. Den College Hill runter. Während Mr. McAllister und Ruby Collins dann sehr viel später eigentlich, dann müsste man 20 Kilometer laufen, oder ein bisschen später in Providence ankommen. Und ihr könnt ihr dann tun, was ihr wollt. Wenn ihr wieder zurückgeht zum Haus, findet ihr es halb eingestürzt vor. Also das Eingangsportal hängt richtig, richtig schief nach unten. Und wenn ihr da reingehen wollt, ist also das Ganze ist richtig nach unten gesackt und ist extrem beschädigt. Also die Kellertür, die ist weg, die ist richtig eingesunken. Und da ist ein Trümmerhaufen da drin. Mr. Fletcher ist weg. Und das wäre dann eigentlich das Ende unseres Abenteuers. Mr. LeRaft verabschiedet sich von euch, so schnell er kann. Da ihr seinen Auftraggeber erschossen habt, muss er zurück nach London. Geht nicht mehr hoch ins Anwesen und wie Mr. McAllister und vielleicht auch Miss Collins die Trümmer des Hauses freilegen, wieder in die Tunnel gehen, wie und mit welchen Mitteln, das wäre dann eine Geschichte für ein anderes Mal. Falls diese Kollaboration jemals zustande kommt, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Verrückten zusammen darunter gehen möchte nochmal. Es gibt auch kein Folgeabenteuer. Besser für alle. Ich hatte Spaß. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt halt. Wunderbar. Das ist
war wundervoll. Es war halt einfach ein dramatisches Finale mit diesem Schlangenmenschen geplant. Ich hatte sehr viel Spaß, als ich die Zauber recherchiert habe, die der laut Abenteuer hat. Das wären sehr, sehr schöne Dinge gewesen. Unter anderem einen Zauber, der nichts anderes macht, als dass man 5 Punkte Stabilität verliert und einen Anfall von Wahnsinn provoziert. Aber ja, ihr habt ihn da einfach geschossen. Der hatte 20 Lebenspunkte und ihr habt ihm, wie viel Schaden habt ihr ihm gemacht? Lass mich kurz rechnen, es waren einmal 13 und einmal 14, ne? 27 Schaden. Ich hätte liebend gern mich mit dem unterhalten, aber ich hatte ja Angst vor Schlangen. Stimmt, du hast die Vision abbekommen. Er hat sogar das Tor gefunden, mit dem man raus kann. Das ist tatsächlich ein Torzauber gewesen, der einfach war ein Zauber, den dieser Schlangenmensch konnte, und mit dem konnte er einfach raus. Aus diesem Gewölbe ist in irgendeine andere Höhle gekommen, die nicht mit diesem Tunnelsystem verbunden war. Ansonsten, kann ich nicht mehr so viel dazu sagen. Ihr habt eigentlich die komplette Höhle erkundet, ihr habt alles gefunden. Es war nichts mehr versteckt. Ihr habt die Inschrift gefunden, ihr habt sogar die Recherche am Anfang mitgenommen. Und das Einzige, das ihr nicht entdeckt habt, war ein handschriftlicher Brief zwischen der Familie Winscott, ganz am Anfang. Das war die verpatzte Probe für die Textnutzung von Ruby Collins. Tut aber nichts anderes, als halt auszuführen, dass die Familie Winscott tatsächlich im Sklavenhandel beteiligt war und dadurch ihr ganzes Vermögen gehalten hat, und dass Josh Winscott das zwar nicht mit Sicherheit wusste, aber vermutet hat und halt wusste, was dieser Tunnel bedeutet, als er ihn gefunden hat. Und da das Ganze, er wollte das geheim halten, ne? Er wollte nicht, dass es in die große Glocke kommt, dass jetzt bekannt wird, dass seine Familie ihr Geld mit Sklavenhandel gemacht hat. Und ja, bei diesen Tunnelgrabungen damals haben sie einfach einen Tunnel in ein altes Gewölbe der Schlangenmenschen freigelegt, ist, glaube ich, ein sehr bekanntes Motiv in der Cthulhu-Geschichte. Und dort waren einige der Schlangenmenschen noch im Tiefschlaf. Einer ist rausgekommen, der erste. Und der hätte sich da unten in Frieden darauf vorbereitet, dass er alle anderen rausbekommt aus ihrem Schlaf und ja, wieder aufgepäppelt bekommt. Die anderen Monster, denen wir da begegnet sind, waren das Züchtungen der Schlangenmenschen oder sind die da auf andere Weise auch zufällig dann gewesen? Die weißen affenartigen Wesen, die heißen Nachko, und die sind die degenerierten Überbleibsel der letzten Sklaven, die da drin verschwunden sind. Das wäre in diesem Brief gestanden, den ihr verpasst habt, dass dort einige verschwunden sind. Ihr habt dann auch noch eine Inschrift gefunden, die darauf hinweist, dass die bis dort hergekommen sind. Diese Geschichte hätte in diesem Brief angefangen. Und die sind dann waren da eingeschlossen und sind durch Mitwirken des Schlangenzauberers immer weiter degeneriert, bis sie diese Wesen waren. Und das behufte Wesen, das war ein Ghast, das war quasi der Aufpasser des Schlangenmenschen für diese. Denn der hat hier so eine Art Kolonie mit diesen Wesen errichtet. Die haben tatsächlich gegärtnert bei diesen Pflanzen. Und davon haben sie sich auch ernährt. Alle. Auch der Schlangenmensch. Und der brauchte viel, viel mehr von dieser Nahrung. Er könnte wahrscheinlich auch Fleisch essen, aber ja, wenn er die Nachkuhwesen alle isst, ist es nicht besonders nachhaltig für die Erweckung der anderen Brut. Wahrscheinlich hätten sie am Ende dann gefressen, aber ja, das ist so ein eigenes kleines Ökosystem, das halt da unten entstanden ist und das dazu dient, mehr von den Schlangenmenschen zu erwecken. Und da seid ihr im Grunde einfach reingeplatzt durch einen Tunnel, der angelegt wurde, um Sklaven in das Anwesen der Familie Winscott zu schmuggeln. Was wäre noch in dem Raum gewesen, den wir nicht gesehen haben am Anfang? Habt ihr einen Raum nicht gesehen ganz am Anfang? Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern. Da war dieser Gang und wir sind nach links gegangen und nicht geradeaus. Stimmt, ja. Vor der Karte quasi. Der Gang hätte zum Fluss geführt.
Auch der wäre tatsächlich genauso wie Josh Winscott beschrieben hat, immer abschüssiger gewesen. Er hätte sehr, sehr lange, da wäre sehr, sehr lange gegangen und wäre dann an einer versteckten Anlegestelle am Fluss rausgekommen, so breit, dass man vom Meer her mit großen Booten diesen Fluss hätte raufrudern können und dort anlegen. Und dort hättet ihr einfach die verfallenen Reste von so einer geheimen Anlegestelle gefunden. Okay. Samt noch mehr Fesseln und solches Zeug. Das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Außer herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank, Olga, fürs Leiten. War sehr schön. Hatte sehr viel Spaß. Wieder mal wurde bei einer unserer Runden jemand von hinten einfach erschossen. Der floh. Aus Bahn versehen. Und genau das habe ich damals auch gesagt. Ja, das sagen sie alle. Aber war ein schönes Ende. Ich dachte am Ende, okay, jetzt zieh es einfach durch und jetzt bleibt einfach nichts mehr übrig, damit wir ein Ende finden. Aber hat auch mit schnell gekilltem Schlangenmensch auch so noch einige Höhen am Ende gehabt. Ja, definitiv. Fletcher, da er weg ist. Er hat halt auch super gut gewürfelt, Podrick, ne? Also ich dachte, die erwischen dich. Ich dachte zweimal, das war's jetzt und wir verlieren Fletcher, aber nein. Ja, Stärke und Konstitution sind meine beiden höchsten Werte, also gute Chancen, dass ich da wegkomme. Auch er hat es geschafft und ist raus. Okay, ja, dann denke ich, können wir diesen wunderbaren Abend, diese wunderbare Runde jetzt auch ausklingen lassen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Steffen bedanken, dass du hier mitgemacht hast bei dieser kleinen Kooperation, bei unserer Runde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank an dich, dass du da mitmachen wolltest. Mehr von ihm findet ihr, er hat es am Anfang gesagt, am tavernentresen.de ist die Seite. Der Twitch-Kanal heißt Schibatzki und natürlich bei den Rocket Beans. Habe ich etwas vergessen? Nein, du hast nichts vergessen. Den Podcast findet man auch bei Spotify und iTunes, wenn man möchte. Also überall da, wo es Podcasts gibt. Wunderbar. Seht da gerne mal rein. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und ja, bis bald.